Hallöle, nach 2 Wochen mal wieder Zeit für ein Video, weil ja, eine sehr stressige Zeit mit viel, ja, mit vielen Sachen, die ich zu tun hatte und deswegen konnte ich nichts produzieren und war auch äußerst unproduktiv die 2 Wochen, deswegen, weil halt sehr relativ stressig und wie gesagt relativ viel passiert ist und so. Aber ich versuche jetzt, ab jetzt wieder den normalen Zyklus beizubehalten, das heißt 2 Videos die Woche, mal schauen, ob ich das hinkriege, aber ich denke. Sollte machbar sein. Wenn ich das jetzt immer am Wochenende produziere, dann sollte das im Krieg machbar sein. Ja, 2 Reviews, einmal ja, 2 aktuelle Veröffentlichungen, 2 relativ kurze Alben. Eins, was ja schon seit Jahren quasi in der Mache ist, und eins, was nicht ganz so lange ist. Ja, fangen wir mit dem, was deutlich länger ist. Ich hatte mir ein paar Notizen gemacht diesmal. Yay. Ja, fangen wir mit dem an, was deutlich länger gewartet haben. Und zwar das erste Album von Haunt of Domination, die ja quasi 2015, genau 2015, ein Demo rausgebracht haben mit den beiden Songs No Beyond vom irgendwas. Ich weiß, weil hab, oh, jetzt habe ich mir nicht den kompletten Titel aufgeschrieben, und Shaun of Ecstasy. Die beiden Songs sind auch auf dem Debütalbum Where Voices Leave No Echo, genau. Diese beiden Songs sind auch auf dem Debütalbum drauf. Das hat 8 Songs, geht 35 Minuten. 2 von den 8 Songs sind aber kurze, kleine Instrumentals. Deswegen zählen die mal nicht. Also es gibt 6 richtige Songs. Und erschienen ist man bei Sepulchral Voice. Ja, Horns of Domination sind eine Death Black Doom Band aus Germany, also ja, aus Deutschland, lol. Wieso sage ich Englisch? Ja, habe ich leider verpasst, live zu sehen, 2019 auf dem Hellover Hammerburg, die ja quasi am Freitag das, nicht am Freitag, am Samstag, genau, das Marx, das kleinere, die kleinere von den beiden Live-Locations, eröffnet haben. Ich habe mir kurzzeitig, boah, ich bin gerade wieder komplett aus dem Konzept. Ich habe mir kurzzeitig die in der Markthalle spielenden The Power Neptune Federation oder so, The Neptune Power Federation, genau so um was, kurz angeschaut, aber dann bin ich da auch raus und habe mich lieber damit beschäftigt, genug Flüssigkeit einzunehmen. Ja, klar, habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall 2015. Wir haben jetzt 2021, 6 Jahre. 2 Songs sind, wie gesagt, von der EP. Das heißt, man hat letztendlich 6 Jahre für 4 Songs gebraucht. Ist jetzt vielleicht nicht gerade die Meisterleistung, 4 Songs innerhalb von 6 Jahren zu komponieren, aber hey, geschenkt. Heutzutage ist das ja eh gang und gäbe, dass man relativ lange warten muss, und ich meine, als Mare-Fan kann man über 6 Jahre zwischen EP und oder Demo und erstem Album jetzt müde lächeln. Ja, Horse of Domination, sehr dümmiger, dieser düstere Death Black Sound, der natürlich auch wieder an die typischen Bands wie Grave, Vias oder so erinnert, aber eigentlich deutlich schwärzer ist, deutlich mehr in den Black Metal reinlookt. Auch relativ traditionelle Riffs immer mal wieder da hat, eben gerade der Opener von bei No Beyond, hat auch relativ, also der erste von den beiden alten Stücken hat auch relativ viele, ja, Old School Riffs, so diese End-80er, Anfang-90er Death Metal Zeit erinnern. Ansonsten lässt man sich gerade bei vielen Songs relativ viel Zeit. Also der Opener geht 7 Minuten, 6 Minuten geht das Endstück, die beiden. Aber auch der sechste Song ist relativ, nicht der sechste, oder? Doch, der sechste ist auch relativ lang. Dann gibt es auch immer wieder kürzere Stücke, die trotzdem relativ viel Abwechslung haben. Der dritte Song geht irgendwie 3 Minuten und trotzdem fühlt er sich relativ lange an, weil der auch so ein kurzes akustisches, ne, akustisch nicht, aber so ein kurzes, so einen kurzen, ruhigen, Gitarren-Geklimper-Only-Part hat, wodurch der Song relativ lang wirkt.
Highlights sind aber nicht die, also klar, der erste Song, die bekannten Songs können schon kompositorisch was und die finde ich auch ganz cool, aber meine Highlights sind der vierte Song, wo ich, wie gesagt, ich nur Namen, der vierte Song, weil der ziemlich epische Melodien hat, Oscillation oder so, ich glaube, Oscillation. Auf jeden Fall der vierte Song. Der hat ziemlich coole Melodien, die ziemlich episch sind und die ich von so einer Band mit so einem Sound vielleicht nicht erwartet hätte, aber die deutlich mir sehr Spaß gemacht haben und die ja ein angenehmer Farbtupfer sind, weil sie halt ja, weil sie halt mal was anderes sind und das Ganze auflockern und episch sind und im Kopf bleiben. Man könnte auch, wenn man böse wäre, könnte man sagen, die Melodien sind amonermaßen gut, aber so böse bin ich dann doch nicht. Auf jeden Fall ziemlich coole Melodien im vierten Song und der sechste Song hat ein ziemlich cooles, ja, so nachdenklich, melancholischen Anfang-Part mit dem, ja, der ist schon recht, ja, trist und melancholisch, das Riff am Anfang. Ja, und die restlichen Songs sind auch ganz cool. Es gibt, wie gesagt, zwei Instrumentals. Das zweite Stück ist irgendwie so ein paar Sekunden lang und der erste Song der B-Seite ist auch irgendwie so eine Minute instrumental gedünst. Und ja, es ist ein ziemlich cooles Album. 8,5 Punkte sind gesetzt und das ist so ein ziemlich geiles Death Metal Highlight neben der Portal und so. Okay, ich habe nicht so viel Death Metal dieses Jahr gehört, außer die Portal und die, wie ist die Quickscore? Weder die Gave Biasma noch die, ich habe nicht, was, auf jeden Fall habe ich nicht so viel Death Metal gehört, wie ich sollte. Auf jeden Fall ist die Hordes of Domination, wer auf diesen finsteren Post-2010er Death Metal Style steht, sollte hier auch mal reinhören. Es gibt coole Melodien in zwei Songs und man merkt den Songs diese Reifedauer von 6 Jahren an. Also die Songs sind schon perfekt komponiert. Auf der anderen Seite ist es halt schon irgendwo auch ein bisschen, nun ja, sechs Songs, wie gesagt, es gibt die zwei Instrumentals, ziehe ich jetzt mal nicht mit. Sechs Songs, von denen zwei von der schon auf der Demo drauf waren. Das heißt, vier Songs, 35 Minuten. Warte mal, lass mal die 11. Sagen wir mal so, knapp über 20 Minuten neue Musik ist dann für 6 Jahre warten dann doch am Ende des Tages ein bisschen wenig. So. Also das ist so ein Kritikpunkt. Klar, ne, besser als ein zu langes Album, wo du vier, fünf Songs wegschmeißen kannst, weil die einfach nur Lückenfüller sind, aber es hätte schon ein bisschen mehr als 22, 23 Minuten neue Musik sein dürfen innerhalb von 6 Jahren. Trotzdem ein großartiges Album wäre diesen modernen, in Anführungszeichen modern, aber diesen Death Metal, der quasi den Oldschool-Sound hat, aber atmosphärisch und musikalisch mit einem Bein im Black Metal steht, der sollte sich Hordes of Domination mit dem Album Where Voices Leave No Echo holen. Aber wie gesagt, das ist relativ wenig Musik für 6 Jahre Wartezeit. Ja, 8 Songs, 35 Minuten und erschienen, wie gesagt, bei Sepulchre Voice Records. Ja, auf jeden Fall gelungener Einstand und ich hoffe, dass das zweite Album dann nicht ganz so lange auf sich warten lässt. Aber es gibt ja auch so andere Bands. Hüstel Mare oder auch Bölzer, die ja alle nach dem ersten Album schon wieder verdammt lange brauchen, um mal wieder mit dem zweiten Album aus dem Quark zu kommen. Ja. Und dann geht's nach Griechenland. Eine Band, die. Ja, Griechenland. Erstmal Griechenland, griechischer Black Metal ist ja momentan. Wir haben so Sachen wie Makabo, Oben, Nocturnity oder auch Highlight aus diesem Jahr, Jos Iria, die alle mehr so diesen epischen, beziehungsweise Nocturnity mehr so diesen monotonen, epischen und Makarom und Jos Iria mehr so diesen feierlichen, epischen Style fahren. Folgende Band ist, orientiert sich mehr so an der Ursprungsphase, quasi dem Embryo-Status der gesamten Szene. Nämlich Cult of Eiborn, die ja schon 2017 da weitergemacht haben, wo unter anderem Rotting Christ, Varatron oder Sourlord mit ihren Debüts aufgehört haben. Und zwar mit dem, ja, das Debüt Lully Lucan Twilight Sorcery ist von 2017 und auch jetzt
4 Jahre später kommt das zweite Album mit dem Namen Black Flame Domination, auch wieder erschienen bei Iron Bonehead, beide Alben. Und so wie ich das gesehen habe, ist die bisher auch nur auf CD erhältlich. Black Flame Domination ist halt, macht genau das, was Lykan Twilight Sorcery 2017 schon angefangen hat, nämlich die Zeit von 89 bis maximal 92 aus Griechenland ins Hirnchen zu transportieren, und zwar mit allem. 8 Songs, davon ist einer ein Intro, was ein ziemlich kitschiges Intro sogar ist, und man hat wirklich alles von dieser Zeit übernommen. Das Riffing, dieses, was so auf der einen Seite 80er Metal ist und na, dieses klassische 80er Jahre Heavy Metal mit sehr, sehr starken Battery Schlagseite, also die ersten Battery bis zur anders Side of the Black Mark, also die ersten beiden. In den Knüppelparts kann man da schon Parallelen zu Battery erkennen, aber vor allem halt dieses, ja, dieser schon irgendwie exotisch und kauzig anmutende Heavy Metal, also es ist sehr traditionell an sich ja eigentlich, so vom Riffing halt so. Es hat halt diese mobile Schlagsätze und es hat sehr viel, ja gesagt, in den schnelleren Passagen pre-early Battery Vibes. Ja, also wie gesagt, so, es führt halt genau das fort, was Bands wie Rotting Christ und so mit dem Debüt gemacht haben. Wie gesagt, wir haben dasselbe Riffing, wir haben denselben hohen, kaputten Sound. Wir haben denselben Gesang, wir haben denselben Kitsch-Faktor durch Keyboards und ab und zu mal auch Flöte aus der Konserve. Also es hat denselben Kitsch-Faktor. Wir haben ein kitschiges Intro und wir haben auch sogar, der Gesang ist derselbe und wir haben auch noch den verkackten Drumcomputer. Ja, damals war es gang und gäbe in Griechenland, dass die meisten Alben aus der Zeit, gerade was die ersten Alben der damaligen Black Metal Szene angeht, dass die ja alle irgendwie 90% davon alle einen Drumcomputer hatten, weil scheinbar gute Drummer zu finden gar nicht so einfach war auf griechischem Boden, und deswegen haben unter anderem sich auch Rotting Christ auf ihrem ersten Album mit einem Drumcomputer abfinden müssen oder Abhilfe schaffen müssen, und genau das tut man mit das tut man bei Cult of Iron auch. Frage ist halt, ist das so, ist das ein absichtliches Gimmick oder ist es halt, weil wir keinen Drummer gefunden haben? So, na, auf jeden Fall versucht man halt diesen Spirit komplett 1 zu 1 nachzuleben. Also, es ist wirklich 1 zu 1. Also, wenn man mit diesem Style nichts anfangen kann, mit, wie gesagt, der Triarchie, bla 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 und so, wie sie alle heißen, von Rotting Christ und Konsorten. Es ist wirklich exakt die Debütphase von all diesen Bands. Es ist nichts anderes, was man auf diesen Alben, auf diesem Werke, auf diesem Album zu hören bekommt. Wenn man diese Art von Black Metal nicht gerade bevorzugt, dann ist das einfach nichts. Weil es macht nichts anderes. Es versucht einfach auch nicht originell zu sein. Es versucht nicht neu zu sein. Es versucht einfach diesen relativ begrenzten Zeitraum und diesen relativ, ja, einzigartigen Stil, der ja vor allem der, vieles ist ja auch, sag ich mal, mehr dem Pech oder mehr dem Unkönnen geschuldet als wirklich bewusst gewähltes Stilmittel, aber sie versuchen halt all dieses eins zu eins zu übertragen, wie gesagt, inklusive des Drumcomputers, und wer mit dieser Phase nicht so viel anfangen kann, wird mit diesem Album nicht glücklich werden und mit der Band grundsätzlich nicht. Weil es hat schon sehr viele Melodien, und ich kann auch Leute verstehen, die so sagen, dass so Rotting Christ und so auch schon damals mehr so Melodic Death Metal als Black Metal sind. Auf jeden Fall, man hat haben Melodic Death Metal, würde ich Rotting Christ jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber ich kann Leute verstehen, die das eher in diese Richtung packen wollen. Es hat halt sehr viel klassischen Metal Riffing und Spirit, und ist halt, ja. Das Problem ist, die Songs an sich sind ganz cool und sie machen Spaß, aber so, was es halt nicht zu einem, ja, zu einem Wiederaufleben dieses Genres macht, sondern mehr so ein nettes Worshipping einer Zeit, die man selber nicht erlebt hat, ist halt, dass die großartigen Songs, das Songwriting von
einer Band wie Rotten Christ wird halt nicht ganz erreicht. Man hat halt nicht die großen Hits am Start und man hat auch nicht das variantenreichste Songwriting am Start. Also es hätte da deutlich mehr rausholen können. Und die Riffs und so, die sind an manchen Stellen, ähnelt sich das ein bisschen. Es ist eine coole Nostalgiescheibe, die Spaß macht. 7,5 Punkte sind okay, aber mehr auch nicht, weil einerseits ist das für mich der Style von Black Metal, der mit am wenigsten zeitlos ist, so. Also es hat schon so dieses, keine Ahnung, dieser Style, den verbindet man mit einer bestimmten Zeit und es hat nicht so dieses, ja, es hat schon sowas angestaubt, ist ein bisschen, wie gesagt, ich finde das cool, der Nostalgie-Vibe ist schon da, aber es ist halt nicht so wie zum Beispiel die zweite Welle Norwegen oder Schweden oder so jetzt so der moderne Sound von Frankreich oder so, die aktuelle Phase, wo man sagen könnte, dass das halt was Zeitloses ist, wo man halt einfach nicht bestimmtes Jahr im Kopf hat. Aber bei dieser Musik hat man halt genau so diese 3 Jahre im Kopf und nichts anderes und es ist halt nichts. Ja, es hat sich halt nicht so. Es ist halt nicht so frisch, so. Es hat sich halt nicht so gut in die heutige Zeit gerettet wie andere Stile so rum. Wie gesagt, das macht Spaß und sie haben allein schon dadurch, dass einfach, ja, sämtliche Bands aus der damaligen Zeit relativ professioneller geworden sind und sich weiterentwickelt haben. Zum Beispiel Rotting Christ sind ja mehr so Blockbuster Griechen Black Metal geworden und haben mit diesem kauzigen bzw. hohen und charmanten Anfangstagen ja gar nichts mehr zu tun. Varatron sind auch deutlich professioneller geworden, aber da ist der musikalische Unterschied nicht so weit. Und deswegen, also wenn man diesen Alben hinterher trauert und dieser Phase ist das ein ziemlich cooles Album, aber wenn man dieser Phase nicht hinterher trauert, dann ist das einfach nur ein cooles Album, was Spaß macht, aber halt auch nicht mehr. Und dafür, dass es hätte halt mehr sein können, wenn die Songs deutlich abwechslungsreicher gewesen wären oder man halt und man einfach mal so einen richtig geilen Song geschrieben hätte und nicht einfach nur, ja, gute Songs, die aber nicht wirklich geil sind. Und dann brauche ich auch nicht das X-te. Also wie gesagt, 7,5 Punkte, es macht Spaß und so, aber ob man sich das kaufen muss, also muss jeder selber wissen, ist eine gute Scheibe und ja, für einen Zehner würde ich die mir auch mitnehmen. Aber es ist halt noch nicht. Wie gesagt, es kommt halt nicht an die Alben ran und man merkt halt, aber man würde auf der anderen Seite nicht merken, wenn das einfach so kam, wenn dir jemand sagen würde, ja, das ist 1990 rausgekommen, Griechenland. Du würdest ihm das abkaufen, weil es einfach eins zu eins da rankommt, aber es kann halt nicht mit so einer Rotting Christ oder so, weil das Songwriting einfach noch nicht an diese Sachen rankommt, mithalten. Und deswegen 7,5 ist ein cooles Album, aber es fehlen die richtig geilen Highlights. Und das war's. Ja, Hordes of Domination eine sehr gute Empfehlung und Cult of Iron ist, wenn ihr diesen Style vermisst und diese Phase, dann ist das ein Must-Have. Ansonsten ist es einfach nur ein cooles Album, was man sich für eine Zehner mitnehmen kann. Und das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.